Also meine Idee ist es, dass man die bisherigen Lehrmedienabgaben, die es gibt, das heißt, der Hersteller Sony, Apple, wer auch immer, zahlt bis jetzt für jeden CD-Rohling, jeden USB-Stick an eine Zentralstelle für private Überspielungsrechte eine Abgabe, damit Privatkopien auch bezahlt sind, dass man diese Abgabe, die es bis jetzt schon gibt, das ist eine Pauschalabgabe im Prinzip, dass man die einfach auf den Internetanschluss oder auf einen Handyanschluss ausweitet. Also wenn man davon ausgeht, dass wir 27 Millionen Breitbandanschlüsse in Deutschland haben und 50 Millionen Handyverträge und man würde jeden Breitbandanschluss und jedes Handy mit 1 € pro Monat, einer durchaus sozialverträglichen Summe, belegen, dann würden wir einen Erlös im Jahr von 1 Milliarde € haben. Das Geld könnte weiterhin die ZPÜ, Zentralstelle für private Überspielungsrechte, einziehen, die es ja bis jetzt auch schon machen. Das ist eine Gesellschaft, eine Tochtergesellschaft der GEMA, der VG Wort und aller anderen Verwertungsgesellschaften in Deutschland. Und an die wird das Geld ausgeschüttet, also dadurch auch unmittelbar an die Künstler. Nein, durch die Internet-Lehrmedienabgabe würde das private File-Sharing nicht legalisiert. Es geht uns darum, den Künstlern, denen durchaus in den letzten Jahren einfach gewisse Summen durch Kopien entgangen sind, eine Kompensation zu geben. Was eben nicht erlaubt sein sollte, wäre kommerzielle Nutzung, gewerbliche Nutzung oder zur Gewinnerzielungsabsicht. Es geht allein um die Privatkopie. Die soll in Zukunft bedingungslos erlaubt sein. Nein, das ist nicht erlaubt, eine Privatkopie bei YouTube hochzuladen. Das ist dann keine Privatkopie mehr. YouTube ist eine gewerbliche Website der Firma Google. Hier würde die Privatkopie ja enden, es würde in den kommerziellen Bereich reinkommen und dann ganz ehrlich müssen sich Google und die GEMA und die anderen Verwertungsgesellschaften auf ein Erlösmodell oder ein Bezahlmodell einigen.